Jo, mein Lieben, hier melde ich mich wieder zurück. Ich war, glaube ich, in den falschen Ruinen. Ich war ja hier in den Ruinen von Eld. Ich glaube, die Beschreibung meint hier die verfallenen Ruinen, glaube ich. Mal gucken. Wenn nicht, ja, dann weiß ich auch nicht. Dann muss ich im Internet nachschauen. Mal kurz speichern. Ja. Und hier muss ich auch wieder mit Therion rein. Da oben ist eine violette Kiste. Yay. Toll. Grabräuber, 32 Jahre alt. Hey, schaut mich nicht so an. Das ist ein Schatz. Ich weiß es. Oder denkt ihr etwa, das sei wertloser Schrott? Pah! Das wisst ihr schon. Als wärt ihr ein Experte. Scharfe Nuss. Und lebhafte Kette. Schatten sehen schon L. Let us fight with honor. Jo, euch kenne ich ja schon. Here we go. Ach ja, ich habe ja noch den Cheat. Obwohl, ich glaube, ich arbeite jetzt mal hier mit dem Cheat, dass nach einem Schlag jeder Gegner tot ist. Dann geht das ja auch ein bisschen schneller voran. Ich hoffe, das stört euch jetzt nicht so sehr. You want a tangle, huh? Here goes nothing. How about you? Wir kennen ja eh die Gegner, die meisten Gegner hier schon. Also von daher ist es jetzt auch nicht so schlimm. Let us fight with honor. Victory shall be mine. Here we go. I'll do my best. Heil uns mal bitte. Let your wounds be healed. Danke. Let's do this. How is that? Ich hoffe zumindest, dass die Ruinen jetzt gemeint sind. Hier sind überall Kisten. Ready or not, here I come. I'll not be defeated. It's my turn now. Now then. With each battle, I grow stronger. Ah, Ophelia steht kurz vorm Level Up. Sehr schön. Papa! Gah. Papa, ich bin es. Erinnere dich, wer du bist. Ah. Papa? Papa? Oh. Ashlyn, bist du das? Papa, du bist gerettet. Die Bessie ist tot. Wirklich? Es tut mir leid, mein Sohn. Ich... Nein. Keine Entschuldigung, du bist gerettet und das ist alles, was zählt. Als ich von diesem Monster besessen war, sprach es zu mir. Menschen haben seine Artgenossen getötet. Es wollte Rache. Die Stimme lud mich ein. Ich verfiel ihr, versank und dann gehörte mein Verstand nicht mehr mir. Diese schreckliche Magie, was für ein Wahnsinn, hatte mich gepackt. Diese Kreatur, sie... Schon gut, Papa, das liegt jetzt hinter uns und alles ist wieder gut.
Das sind gute Neuigkeiten, mein Sohn. Dank euch ist meine Aufgabe erledigt, mein Vater gerettet. Ich werde meinen Vater in ein Dorf in der Nähe bringen, damit er sich ausruhen und erholen kann. Ich bete dafür, dass eure Reise ein ebenso glückliches Ende finden wird. Ja, sobald ich Caldera getötet habe. Wow. Okay, zumindest ist die Aufgabe abgeschlossen. 11.000 Goldmünzen erhalten, Monsterbändiger Hut und glitschige Nuss L erhalten. Ah ja, das ist ja auch gut. Ui, fange ja allein den Windschaden geringfügig. Na komm. Das muss ich nur wissen, wie ich da die restlichen Truhen dann noch bekomme. Ich habe da überhaupt gar keine Wege gesehen oder sowas ähnliches. Und ich bin mega blind. Here goes nothing. How about you? I'll not yet. I hope I've grown more able. Die muss man doch irgendwie erreichen können. Let us fight with honor. Here we go. How about you? Well then. Kann doch nicht sein, dass sie da jetzt nur als Deko sind. Jo, Ophelia hat Stufe 79, glaube ich. War das 79? Ja, erreicht. Sehr schön. There is no choice. Also ich sehe da irgendwie keinen Wege zu den Here we go. Victory! I'm there. Oder die sind so gut und viel zu versteckt, dass man die mit bloßen Augen nicht sofort sehen kann. Aha. Ein Bund Heiltrauben. Das sieht schon anders aus. I will battle. The battle is truly joyful. Here goes nothing. My turn. Yeah. The flame guides us true. Is a good day for battle. Victory shall be mine. All right. Oh, Eisbombe. Let's do this. Nicht schlecht. You got more than you bargained for. Ach, wisst ihr was? Ich werde das auf Screen machen. Aber erst, wenn ich jetzt die letzten Missionen abgeschossen habe. Die nächste heißt Plündernder Grabräuber von entgegenkommender Händler in Schummerhügel.
Er will, dass jemand sich um den Söldner kümmert, der ihn belästigt und die Ruinen in der Nähe plündert. Fordert den Grabräuber in den Ruinen heraus und besiegt ihn. Okay. Wahrscheinlich der da. Let's see what you got. All right. Have at you. What to... Okay. Der aktiviert erstmal wieder den Cheat. Wahrscheinlich der hier. Jo. Ja, so stark ist er auch wieder nicht. Let us fight with honor. Das geht ja noch. Victory. Ha! The battle is out of my way. Have a ha! Too slow. The battle. Ah, gerade Schalke ist er nicht. The battle. The battle is truly joined. My blade. Ha! Now then. Out of my way. Victory. Der ist schon im roten Bereich, dann ist er schon gleich besiegt. The bat. Victory. Have at. Und besiegt. With each bat. Mal gucken, ob er es war. Kopf von einem Baum. Wunderbar. Ja, das war er. Sehr schön. Sehr schön, sehr schön. Dann ist die Aufgabe auch schon erledigt und bin jetzt auf der letzten Seite angekommen. Verdammt, diesen Tag werdet ihr bereuen. Ja, du mich auch. Ihr habt ihn vertrieben, oder? Nun, ich bin euch wirklich sehr dankbar dafür. Jetzt werde ich nicht mehr dazu gedrängt, seinen wertlosen Tanz zu kaufen. Hm? Was um... Ist das? Tja, seht euch das an. Ich war gerade dabei, den Dreck zu entfernen. Und was finde ich? Ein goldenes Muster. Götter im Himmel, ich frage mich. Aber ja, hier auch. Und hier. Das sind wahrlich wundervolle Relikte. Und bisher hat sie noch niemand bemerkt. Hoho, stellt euch das Gesicht dieses miesen Grabräubers vor, wenn ich ihm das sagen würde. Was ich natürlich nicht tun werde. Ich darf kein Wort darüber verlieren. Warum, fragt ihr? Weil auch ich dachte, dass dies hier nur Müll ist. Die Leute werden mich nur einen Betrüger halten. Oder noch schlimmer, für einen Idioten. Ja, ich wäre die Lachnummer der Handelsgilde. Diese Angelegenheit war mir eine Warnung. Ich muss mich wieder um meinen Handel kümmern. Tu das. 4000 Goldmünzen erhalten und einen Energiegranatapfel L erhalten. Wunderbar. So, wie heißt denn jetzt die vorletzte Aufgabe? Beziehungsweise ist es ja jetzt die drittvorletzte Aufgabe, weil die allerletzte Nebenmission ist ja, hat ja was mit Galdera zu tun, dem optionalen Endboss. Und die Aufgabe kann ich ja erst erfüllen, wenn der tot ist. Und die nächste Aufgabe heißt nochmal mit Alec. Von Alec in Victor's School. Die Aufgabe habe ich ja, glaube ich, jetzt auch schon aktiviert, wenn ich mich jetzt nicht täusche, ne? Genau. Da bist du. Er will eine Lieferung zurückholen. Nutzt Führen, um Alec mitzunehmen und geht mit ihm in den Wald ohne Wiederkehr, den ihr von Victor's School aus betreten könnt, und spricht im Wald mit dem Banditenanführer. Okay. Also den muss ich jetzt mitnehmen, oder wie? Ja. Gut. Und dann... Wald ohne Wiederkehr. Oh, da. Okay. Ja, wenn es sein muss.
Oh Gott, wo war denn jetzt nochmal hier der Anführer? Ah ja, da oben, glaube ich. Oder? Ja. Hm. Ihr müsst der Anführer dieser Diebesbande sein. Lass mich ran, du gehörst zu diesem Händler. Nun denn, das trifft sich gut. Ich war gerade auf der Suche nach jemandem, der etwas Stehenwertes bei sich führt. Now, let's get down to business. Victory shall be mine. Here we go. Klar, hatte schon mal Schwäche. Oh Gott, der hat ja kaum Leben. 12.000 jetzt noch. Macht kaum Damage. The battle is truly. All right. My turn now. Allow me to have a look. Seine letzten zwei Schwächen sind Blitz und Licht, okay? Let's do this. Here we go. Nö. Nicht Olberic. I got just what you need. My turn now. Nicht mit mir, Freundchen. So, erstmal einen Vorzustand bringen. The battle is truly joined. Here I go. Ja. Schon im Game-Bereich. Let's do this. Victory shall be mine. Ja, dann kann ich eigentlich auch die Ulti benutzen. I wreak havoc upon thee. Und tot, jo. With each battle, das war übertrieben, ich weiß, aber ist egal. Ich stehe in eurer Schuld. Darf ich euch etwas erzählen? Diese Zutaten sind für Susanna Krotow bestimmt. Sie war einst eine berühmte Gelehrte. Sie wurde von einer Organisation mit Namen Obsidiana ins Visier genommen. Das weiß ich, weil ich derjenige war, der sie ermorden sollte. Meine gesamte Existenz bestand darin, das Leben anderer auszulöschen. Das ist grauenhaft. Ich hatte niemals Schuldgefühle, anderen das Leben zu nehmen. Ich war ein herzloser Killer und ich war gut darin. Aber als ich versuchte, Susanna umzubringen, wurde ich von einem Mann namens Santa aufgehalten. Ein Assassin, der sein Ziel nicht ausschalten kann, erwartet der Tod. Also trank ich, wie es mir befohlen war, die Fiole mit Gift in meiner Tasche. Aber Susanna bewahrte mich vor dem Tod. Als ich widersprechen konnte, fragte ich sie, warum habt ihr mich gerettet? Wisst ihr, was sie geantwortet hat? Kinder handeln manchmal unbesonnen. Es liegt also in der Verantwortung jener, die älter sind, die vor sich selbst zu retten. In jedem Augenblick wurde mir klar, dass sie recht hatte. Ich war nur ein dummes Kind. Nein, ich war nicht einmal menschlich. Ich war einfach nur ein Versager. Ich war ein Nichts. Ich hatte es also endlich verstanden. Und Susanna hatte mir geholfen, es zu erkennen. Sie hat mir nicht nur das Leben gerettet. Sie hat mir eine zweite Möglichkeit eröffnet, menschlich zu sein. Ich habe diese Schuld noch nicht abbezahlt. Ich möchte, dass sie ein langes und gesundes Leben führen kann. Und ihr habt mir dabei geholfen. Ich bin euch zu Dank verpflichtet. Jo, bitte. 9000 Goldmünzen ein und urtümlicher Sturmbogen. Oh. Ist der gut? Elementarangriff steigt aber enorm, ey. Aber dafür sinkt der physische Angriffswert. Wie sieht es bei Olberic aus? Oh, bei ihm sinkt er auch kritisch. Oh, dann gucke ich mal, wie es bei Hanet aussieht. Jo, das war die drittvorletzte Nebenmission. Und jetzt kommt die vorletzte. Alphas und der Impresario. Voraussetzung. Quests sind mehrere abgeschossen. Einmal die Quest
auf der Suche nach dem Vater 2. Da muss ich mal gucken, ob ich die ausgeführt habe, aber ich glaube schon. Auf der Suche nach dem Vater. Ah ja, hier auf der Suche nach dem Vater 2, genau, habe ich die Voraussetzung, habe ich erfüllt. Und Tochter des dunklen Gottes. Das war ja unten irgendwo. Irgendwo hier, genau, Tochter des dunklen Gottes, genau. Habe ich auch abgeschlossen, okay. Von Impresario auf dem westlichen Zwarki-Weg. Okay. Moment, Moment, Moment. Da ist Zwarki. Auf dem westlichen Zwarki-Weg, okay. Aber vorher heile ich mich mal kurz. Lauft nach links und besiegt den azuräugigen Tiger. Oh Gott. Das klingt nach einem optionalen Boss. Kurz speichern. Faring well. Wo ist denn der westliche? Ach, da oben, ne? Ne, das ist der nördliche. Das ist der westliche. Oh, oh Gott, da gehe ich ja total falsch. Okay, 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 okay. Das ist der nördliche Teil. Also der nördliche Weg. Ich muss aber den westlichen nehmen. You won't feel a thing. Gott, das waren die allerersten Gegner, die ich jetzt hier bekämpfen musste. The battle is truly joy. Gott, ey, das waren noch Zeiten. I'll not be defeated. Too slow. Here goes nothing. The battle is true. Out of my way. I'll not be defeated. Und siegt. I hope I've grown more able. Ja, jetzt bin ich mal gespannt, ob der da jetzt auch wirklich steht. Wandernder Naturforscher, 32 Jahre alt. Nicht alle Gelehrten sind für das Leben am Schreibtisch geeignet. Dieser Gelehrte beispielsweise würde lieber Feldforschungen betreiben, die wilden Bestien in ihrem Element erleben und sich ihnen im Kampf stellen. Natürlich alles im Sinne der Forschung. Selbstverständlich gehen solche Versuche nur selten unfallfrei vonstatten, wo der Riesenkeiler umherstreift. Okay. Is a good day for battle. Victory shall be mine. Out of my way. It's my turn now. Here goes nothing. Yo. That's what I'm talking about. So, jetzt bin ich mal gespannt. Ah ja, da unten ist er, glaube ich. Ich speichere mal kurz ab. Oder, beziehungsweise ich aktiviere den Stress. Ready or not? Here I come! Here I go!
Ja. Victor! Here we go. Good. That's what I'm talking about. Oh, hallo. Ich hatte nicht erwartet, euch wiederzusehen. Der Truppe geht es gut, obwohl wir Kit immer noch vermissen. Wir hatten gehofft, auf diesem Weg bleiben zu können, aber wir hörten, dass dort ein schreckliches Monster lauert. Vor nicht allzu langer Zeit kam hier ein Schwertkämpfer vorbei. Als wir ihm von den Gerüchten erzählten, sagte er, er würde das Monster besiegen. Aber er kam nicht zurück. Ich hoffe, es geht ihm gut. Oh, vergib mir. Ich war der Aufgabe nicht gewachsen. Geht es euch gut? Was für eine grauenhafte Wunde. Bringt mir sofort etwas Verbandszeug. Bitte, macht euch meinetwegen keine Umstände, hm? Ihr da. Kennt ihr euch etwa? In der Tat. Ihr steht vor der helfenden Hand, die mir zur Seite stand, als eine Frau namens Lübleck mir das Herz brach. Und die mich dann zu der lieblichen Flora führte, meiner wahren Liebe und besseren Hälfte. Scheinbar lenkt das Schicksal weiter unsere Schritte, sodass wir uns nun wieder begegnen. Das Gefühl habe ich auch. Ihr habt uns schon oft geholfen, aber ich hoffe, ich kann euch ein weiteres Mal um Hilfe bitten. Denkt ihr, ihr könnt das Monster besiegen, das uns davon abhält, dieser Straße weiterzufolgen? Ich wäre froh, diese Aufgabe einem fähigen Kämpfer wie euch zu überlassen. Das Monster ist gefährlich, aber ich kenne eure Stärke. Wenn es nicht einmal euch gelingen sollte, dieses Monster zu besiegen, weiß ich nicht, wer sonst dazu in der Lage sein sollte. Jo. Okay. Impresario, 50 Jahre alt. Bei einer Reise durch ein fremdes Land in seiner Jugend sah er ein unglaubliches Akrobatenstück und beschloss, zurück in der Heimat eine eigene Truppe zu gründen. Jetzt reist er von Stadt zu Stadt und bringt Jung und Alt Spannung und Freude. Joa. Oh Gott, da wartet schon der... Oh, es ist wieder ein Tiger. Naja, es hieß ja auch in der Aufgabe, dass es ein azuräugiger Tiger ist. Oh, der sieht stark aus.